Und damit seid wieder recht herzlich willkommen zurück hier bei Fable Anniversary. Ich hoffe, ich habe jetzt einen richtigen Speicherstand geladen. Weil irgendwie weiß ich gerade gar nicht mehr, wo stehen geblieben sind. Moin! Das macht dich nervös! Alter, das ist viel auf einmal. Scheiße. Lass mich doch jemand von meinen. Das muss ja noch fließen. Ich wollte gerade rennen. Aber lieber renn doch mal rechte Maus, das. Ey, ich muss ja voll reinkommen. Jetzt muss die ganzen anderen Dinge total raus bin. Wie das Ganze hier nochmal war. So, letzte Aufnahme ist auch schon wieder viel zu lange. So, also drin war rechte Maustaste und nicht Shift. Okay, so, lasst uns mal nachschauen, was wir eigentlich jetzt zu tun haben. Was waren hier nochmal? Ach, F war, genau. So, hier alle Tasten hier, ich weiß überhaupt nicht mehr, was das Richtige war. So, Büchersammlung, das kranke Kind. Ein Kind im Bowerstone ist krank geworden, nachdem es einen seltsamen Pilz aß. Könnt ihr helfen, das Kind zu heilen? Anglerwettbewerb haben wir auch noch. Wir können bestimmt wieder in die Heldengilde gehen, da finden wir sicher noch was. Aber ich würde gerne, bevor wir da hingehen, erstmal schauen, dass wir mal ein paar Angeldinger hier irgendwie durchgehen. Oh, das ist mal. Ihr seid das ist nicht gut. Einer nach dem anderen hier. Meine Herren, ey. Alter Finne. Jetzt haben wir aus Versehen schon wieder einen Händler erwischt. Ist ja nicht das erste Mal. Oder so offensichtlich auch nicht der erste Händler. Aber das ist ein Händler, ne? Ja, das ist ein Händler, okay. Wow! Wow! Ein Held! Ja, was glaubst du denn? Hier, guck mal. Ah, es sind keine Leute da, denen ihr eure Trophäen zeigen. Ihr seid ja wohl als Hühnerschreck bekannt. Im Moment noch, ja, das ist korrekt. So, hier brauchen wir, glaube ich, eine Schaufel. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was da war. Aber vielleicht gehen wir erstmal. Probier es einfach. Ich glaube, es geht aber nicht. Nein, das geht nicht. Tut mir leid. Wir gehen jetzt einfach mal ein paar Angelplätze durch, um ein paar schöne Items zu ergattern. Da gibt es nämlich ja, so ein paar Sachen, die wir bekommen können. So, hier hatten wir nämlich, glaube ich, was? Oder? Das war, glaube ich, das, wo die Statue drauf gezeigt hat. Hier unten, jawohl. Mal gucken, was wir da haben. Aber der Helden geht, da müssen wir auch gleich nochmal vorbeischauen. Da müsste ja dieser eine Pilz sein. Oh. Ich muss mal ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Das geht hier schneller. Boah, da sag mal. Ja, ja. Ach, komm schon, lass mich doch. Ach, Mann. Ja. Da haben wir's. Was haben wir denn da Schönes bekommen? Ein Fertigkeitszeitalter. Nee, was ist doch Fertigkeitszeitalter-Trank? Dieser Trank erhöht den Fertigkeitserfahrungswert. Ach, cool. Ja, komm, den holen wir uns natürlich gleich mal rein. Der muss hier auch irgendwo sein, glaube ich. Da ist er, ja. Wert 300. Nicht so viel. So, aber 1000 Erfahrungen dazu bekommen. Das ist schicki. Hey, Mann. Hey. Kennen wir schon. So, ich glaube, hier unten ist die Heldengilde gewesen, ne? Ja, hier ist die Heldengilde. La Gilda da Halda. So, eigentlich könnten wir uns einen Titel holen. Wir könnten uns sogar den besten Titel holen, aber ich spare mal noch ein bisschen Kohle. Muss ja nicht gleich alles auf einmal ausgeben. Wenn er mal 10 Euro gekriegt hat. Guten Morgen. So, wir könnten. Ach komm, wir gehen erstmal kurz skillen. Da können wir bestimmt wieder was machen.
Wir haben 7.393 Punkte hier, 1.157 dort, 2.704 dort und 110 dort. Die haben Magiermarkierung gemacht. Tempo, Zähigkeit, Zielgenauigkeit. Wer hat was nicht gemacht? Mir war so. Ich gehe hier mal gleich ein bisschen höher. Wir könnten sogar noch einen draufpacken. So, das habe ich jetzt einfach mal gemacht, damit wir besser zielen können. Tempo, höhere Feuerrate. Mach ich auch mal. Alles andere brauchen wir noch nicht so. List, machen wir auch gleich nochmal hier. Das war's. Cool, dann haben wir schon wieder fast alle Punkte weggehauen. Vielleicht können wir hier noch was machen. Körperbau und Gesundheit können wir wahrscheinlich nicht. Doch, Gesundheit können wir auch. Körperbau können wir sogar auch. Meine Herren. Können wir sogar nochmal. Okay, ich glaube, das war's jetzt wirklich. Zähigkeit. Doch, Zähigkeit. Hier, zack. So, na bitte, ey. Das hat sich doch gelohnt. Nice. Sehr schön. So, Kallistor, tralala. Ich will aber mal hinten zum Wasser. Toll, hier seid es. Gut, da war so ein Sound, der ist mir vorher nie aufgefallen. Können wir hier eigentlich handeln? Sag mal, hallo. Hühnerschreck? Oh, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, stehe zu Diensten. Hier können wir auch handeln, das ist ja cool. Aber der ist ganz schön teuer, der Händler. Aber vielleicht können wir hier was verkaufen. Hatten wir schon unsere Kornsäcke da verkauft gehabt? Doch, hatten wir schon. Okay, schade, dann lohnt sich sie nicht mehr. Und kaufen bringt hier wahrscheinlich nichts, weil es wahrscheinlich sehr teuer ist. Mostkisten ist genau das gleiche, die sind aber... Oh, die sind schweineteuer hier. Da müssen wir eigentlich verkaufen. Einige Taugenichtse kaufen hier etwas und verkaufen es wieder, um daran zu verdienen. Ja, genau, das hatten wir nämlich vor. Kaufen und verkaufen, um was zu verdienen, das war eigentlich auch mein Ziel. Ich schaue mal ganz kurz hier, ob wir hier eigentlich irgendwo was haben. Ich glaube, da kommen wir auch gar nicht ran. Ich sehe da leider nirgends was. Und ich glaube, im Gildenwald gibt es auch noch was. Weiß ich gerade nicht hundertprozentig genau, aber ich glaube, im Gildenwald war auch noch was. Hier müsste ja, laut Aussage dieses einen, ja, Händlers oder sowas, müsste ja hier ein Pilz sein. Mal schauen. Ja, Eis. Okay, muss auch wieder vorsichtig sein. Geht aber gut. Yeah, ihr habt etwas gefangen. Hoffentlich ist es kein alter Stiefel oder ein voller Gummireifen. Irgendwo Mittelalter. Blauer Pilz. Dieser Pilz ist extrem selten. Normalerweise wächst er hoch in den Bergen. Die Pilze sollen eine merkwürdige Wirkung auf die haben, die sie essen. Da haben wir den ersten blauen Pilz. Den werde ich auch nicht weghauen. Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, was passiert, wenn man ihn isst. Man könnte es ja mal ausprobieren. Aber kann ich hier schnell speichern? Ich probiere mal ganz gut. Ich speichere mal eben. Speicherstand, so. Dann probieren wir das einfach mal, weißt du? Was haben wir jetzt hier? 2,28. Nö. Hallo? Okay. Hä? Warte mal. Irgendwas ist ja gerade komisch. Hä? Warum? Wie scrollt der gerade hier automatisch? Ich habe keine Ahnung, warum. Egal, ich schaue trotzdem mal kurz nach dem Pilz. Alles klar, ich werde mal ganz kurz das Spiel neu starten. Wir sehen uns sofort wieder. Einen Moment bitte. So, da sind wir wieder. Wir wurden jetzt automatisch hierhin gepackt. Ich hoffe, es ist jetzt weg. Ja, jetzt ist es weg. Okay, ich lasse das mal über den Pilz essen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich das tun will, dann tut das Spiel komische Dinge. Deswegen vermeide ich das jetzt doch nochmal. Wir gehen nochmal kurz in den Gildenwald. Denn wie gesagt, ich glaube, dass da nämlich auch noch was war. Ich meine mich da ganz dunkel zu erinnern, als wir vor zwei Folgen oder sowas im Gildenwald waren. Da hat es mich, glaube ich, irgendwo geblubbert gehabt. Müssen wir mal gucken. Hua! So, da ist hier jemand. Da blubbert's. Blablabla. So, mal schauen, was wir da haben. Wahrscheinlich irgendwie ein Trank oder sowas. Denk mal, das wird jetzt nichts Dolles sein. Das ist doch sehr einfach.
das war's schon. Das war easy peasy. Was haben wir denn da? Ach, was, ein Silberschlüssel. Ach, wie schön. So, wer ist das da? Hallo? Oh, wieder falsche Taste. Hey, könnt ihr mir einen riesigen Gefallen tun? Für 20.000 Gold, vielleicht? Ich heiße Cyril. Ein paar Freunde und ich hatten gestern Nacht eine kleine Fete hier. Und ich habe dieses fantastische Mädchen aus Oakvale getroffen. Oh, Myra. Ich meine, sie war atemberaubend. Zumindest glaube ich das. Aber ich habe auch geglaubt, dass die Bäume um uns herum Schokoladenbeine hatten, wenn ihr versteht. Was hast du geraucht, mein Freund? Aber ich würde sie wirklich gern wiedersehen. Wahrscheinlich. Ich meine, vielleicht waren es ja auch nur die Pilze und sie ist eigentlich hässlich wie die Nacht. Und selbst wenn nicht, was ist, wenn sie mich nicht mag? Ich werde es aber trotzdem riskieren. Bitte, bringt ihr diesen Brief nach Oakvale? Brief von Cyril. In verschwitzter Handschrift wurde folgendes Gedicht hingekritzelt. Oh Myra, mein Herz schlägt nur für dich. Du bringst mein Innerstes aus dem Gleichgewicht. Also seine Gedärme? Deine Augen sind wie zwei Sonnen und deine Brüste waren von was? Bitte sag, du liebst mich sehr, so wie auch ich dich so verehre. Bitte lass deinen Diener rein. Es wird doch nicht nur der Pilz gewesen sein. Ich muss wissen, was sie empfindet. Die Ungewissheit bringt mich um. Mhm. Oh, und noch was. Versucht nicht, den Brief als den euren auszugeben. Ich habe Wochen zugebracht, das Gedicht zu perfektionieren. Na, dann hoffen wir mal, dass Lob noch weiß, wo du bist. So, nach Oakvale. Nach Oakvale. So, so. Oakvale, also. Das ist ja interessant. Weiß zwar noch gar nicht, wie wir jetzt da hinkommen, aber es ist schon mal interessant, dass wir da hinkommen können. Denn wer sich erinnert, Oakvale ist die Stadt, wo wir angefangen haben. Wer bist du denn? Komm, wir nähern uns jetzt dem Trainingsbereich. Ach so. Da ist ein Trainer, den brauchen wir nicht unbedingt. So, ich möchte mal schauen, hier war ja noch ein Händler. Vielleicht können wir bei dem ja irgendwie, ich weiß ja nicht. Hallo? Ihr seid hier genau richtig. Der hat Kornsäcke. Sehr teuer, sehr teuer, sehr teuer alles. So bist du? Da steht überhaupt kein Preis dabei. Ach doch, da 4. Das ist, glaube ich, der Standardpreis. Die sind sehr günstig hier, stelle ich gerade mal fest. Wir könnten die alle kaufen und verkaufen. Ich will aber vorher nochmal was schauen. Warte mal. Weil davon werden wir nicht so viele brauchen. Da können wir ruhig ein bisschen rumhandeln mit. Ich gucke mal ganz kurz bei ihm hier, ob der sowas zufälligerweise auch hat. Ich vergesse immer, dass man nicht springen kann. Ja? Stehe zu Diensten. So, nee, hat er nicht. Der hat alles Mögliche, aber nicht das. Der Preise hier, ey. Einige Taugenichtse kaufen hier etwas und verkaufen es dort wieder, um daran zu verdienen. Ja, ich würde hier nicht einkaufen, um es woanders zu verkaufen. Der Profit. Hallo? So, wie bin ich da eben nicht durchgekommen? Also, es ist irgendwie, hat es hier teilweise noch so seine Bugs. Wir schauen mal ganz kurz nach einer Quest. Händler-Eskorte. Eskortiert die Händler im Darkwood sicher zum Grabhügelfeld. Und die haben noch Hoppjagd-Wettkampf. Befreit die Obstsamen von Hops. Ich würde schon fast sagen, lassen wir eher das hier erstmal machen. Das hier können wir gerade anscheinend nicht. Eure Bekanntheitsstufe ist nicht hoch. Okay. Machen wir erstmal das hier, damit wir mal woanders hinkommen und nicht ständig irgendwie in der Obstfarm abhängen. Mit Großsaat natürlich. In Eskorten bin ich nicht sonderlich gut. Ohne Schutz. Ich glaube, das machen wir mal. Ohne einen Kratzer. Könnte klappen. Händler beschützen. Alle Händler müssen überleben. Das könnten wir auch hinkriegen. Probieren wir mal. Wenn wir es nicht schaffen, ist halb so wild. So, natürlich mit Großtaten. Ihr seid der Richtige für den Job. Ja, das hoffe ich ja wohl mal. Wir brauchen übrigens unbedingt eine anständige Rüstung, weil das, was wir hier momentan... Ey, Typen sind weg.
Was wir hier momentan tragen, das ist keine Rüstung, das ist, ich weiß auch nicht, Nachthemd. Greatwood. So, hier haben wir schon wieder ordentlich Besuch. Ach, natürlich. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Er hat's nicht lange gemacht. Na, es war wieder ein übler Kerl weniger. Vor allem ein übler Kerl, weil es ja auch Wespen waren. So, aber da haben wir üble Kerle. Nummer 1. Nummer 2. Nett. Nett. Doch. Oh. Nein, doch. Oh. Und tschüss. Was? Wie konnte es sein, dass er wohl als... Als Hü... Aber übrigens, kann ich auch nochmal zeigen. Wo ist er? Ach, der ist schon gerade am abhauen. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier gerade keinen mehr. Die Köpfe kann man auch durch die Gegend treten. Das geht auch genauso wie Hühner und ich glaube, vielleicht noch ein paar andere Sachen. Da ist ein guter Händler. Das warst du, mein Freund. Du kannst nicht richtig... Oh, Alter! Das ist... So, auch auf diese Art und Weise kann man seinen Gegner enthaupten. Da haben wir gerade einen schönen Kopf. Warte mal, hier. Ich weiß gar nicht, was es bringt. Ich glaube, gar nichts. Hier ist noch einer. Der ging weit, aber voll gegen den Pfosten. Und leider im Abseits gelandet. So. Ja, danke. Ich finde es immer schön, wenn ich die falschen Tasten... Oh, der ist schon hinüber. So, da ist noch einer. Den versuchen wir wieder oben zu kriegen. So, erledigt. Huch. So. Ist schon ein wenig makaber teilweise das Spiel, das stimmt. So, hier nochmal schnell ein bisschen was reingeknuspert, damit beide wieder frisch sind. Müssen wir hin? Ja, Greatwood See. Ich weiß gar nicht, ob wir hier vorher schon hingegangen oder konnten wir hier noch überhaupt hin? Ich weiß es gar nicht. Ach, hier sind wir. Okay. So, komm, dann hauen wir erstmal ihn hier weg. Auf der Distanz. Ja, doch. Das geht alles. Schönen Tag noch, Sir. Moin. Da sind... Oh, hier haben wir jetzt ein Gemisch aus Wespen und Banditen. Der hat da gerade einen Händler umgemietet. Na du? Jetzt. Also eine schnellere Zugkraft wäre auch nicht schlecht. Ne? Wenn wir den Bogen ein wenig schneller spannen können, das wäre super. Wieso greifen die Wespen eigentlich nicht auch den hier an? Mann, ich will also? Doch nicht. Könnt ihr meine Gedanken lesen? Gleich. Yeah. Schöne Erfahrung sammeln. Und bloß nichts übersehen. Zum Beispiel da. Ein grüner Apfel. Boah, fett. Er hat's nicht lange gemacht. Hühnerschreck. Erschreckt ihr. Ihr seid hier genau richtig. Ah, hier können wir tätowieren lassen. Heuler-Tätowierung. Gruselfaktor 51. Attraktivität minus 51. Das hat man, glaube ich, mal, ne? Das haben wir irgendwo gefunden. Die Greifentätowierung. 15 Attraktivität, 15 Gruselfaktor, Brusttätowierung. Es heißt, zu Zeiten noch lange vor dem Reich, Alten Reich, hätte es Greife gegeben, aber die meisten sehen sich als Wesen der Legende an. Die meisten sehen sie als Wesen der Legende an. Ein Tätowierer kann dieses Bild auf eurem Körper anbringen. Das sieht ganz cool aus, das nehme ich mal. Dann haben wir hier noch Firis Kopftätowierung.
bringt ein bisschen Gruselfaktor, ist aber auch Annis Rückentätowierung. Diese Tätowierung, die bei alten, heute nicht mehr praktizierten Ritualen benutzt wurde, sollte der den bösen Gott Firis aus seinem Reich herbeirufen. Ein Tätowierer kann dieses Bild auf eurem Körper aufbringen. Feueraffen-Tätowierung ist auf den Rücken, bringt uns Attraktivität. Ah, ja. Einst wurden die Feueraffen von den alten Bergstämmen als Götter verehrt. Ein Tätowierer kann dieses Bild auf eurem Körper aufbringen. Haben wir hier noch eine Arm-Tätowierung. Der Tallinn-Clan perfektionierte den unbewaffneten Kampf zur Kunstform. Die Tätowierungen seiner Angehörigen spiegeln deren Wissen um die inneren Funktionen des Körpers wider. Aber das gleich nochmal für die Beine. Wildes Meer, Beintätowierung. Die Wildes Meer-Tätowierungen sind unter Piraten äußerst beliebt. Ein Tätowierer kann dieses Bild auf eurem Körper aufbringen. Ich würde gerne noch die Feueraffen-Tätowierung nehmen. Für den Rücken. So, da haben wir hier quasi Brust. Hier haben wir Rücken. Oder das hier war auch Rücken. Heuler-Tätowierung ist im Gesicht. Dann haben wir hier noch die Arm- und Bein-Tätowierung. Das bringt uns so ein bisschen Gruselfaktor. Aber unser Grundmodifikator, ich weiß immer noch nicht, was es sein soll. Ach komm, machen wir mal. So, sind wir jetzt ganzkörper-tätowiert. Also fast, das hier könnten wir noch nehmen, aber da geht mir die Attraktivität eigentlich so krass flöten. Obwohl, komm, ach mal, wir können es ja jederzeit wieder entfernen lassen. Also von dem her, Druf geschießt. Der Darkwood ist gefährlich, oh Held. Yeah, sieht zwar ein bisschen aus wie mit Buntstiften drauf gemalt, aber ist schon okay, passt schon. So, warte mal, das war der gerade, da kommt noch ein Händler, den würde ich auch gerne mal anquaken. Mal gucken, was der noch so hat. Moin. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Ja. Korn sagt 22, das würde sich nicht lohnen. Knusperhühnchen sind übrigens böse, wenn man die isst. Und außerdem sind die viel zu niedlich zum Knuspern. Hast du denn noch was anderes im guten Angebot? Apfelkuchen. Die hat eigentlich eine Menge guter Angebote. Wir haben 14 Gesundheitstränke, 4 Mana-Tränke. Wir haben 2 Wiederbelebungspihonen, die wir erstmal wahrscheinlich hoffentlich nicht brauchen. Wir haben 158 Äpfel. Alles klar. Okay, ich glaube, wir haben erstmal. Den Bauern wurde Zeugs geklaut. Komisches Zeug. Okay. Ich dachte, wir haben die beschützt. Oder sind damit andere Bauern gemeint, denen irgendwas gestohlen wurde? Ich weiß es nicht. Die sah gerade so nach Kiste aus, deswegen habe ich gerade so geschaut, aber. Ah, da unten ist Oakvale, da hat man es gerade gesehen. Oh, ein paar Räuber verlangen Zoll in dieser Region. Vorsicht! Ich bin ja kein Mensch für so. Ich hoffe, ihr habt das Gold für sie. Diese Räuber bringen uns zum Spaß sonst um. Och, das mache ich auch. Wir könnten jetzt für die... Hey, ihr da! Ja? Das hier ist ein Privatweg. Ihr müsst zahlen, wenn ihr durch wollt. Ich habe aber wenig Interesse daran, irgendwas zu bezahlen. Oder wir könnten euren Kopf zur Zierde aufhängen. Uns ist beides recht. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Du könntest Gold verdienen, aber du würdest auch darauf verzichten. Also, wenn euch euer Leben lieb ist, schiebt die Talerchen rüber. Nö. Gebt die Talerchen her und wir lassen euch durch. Nö. Für 400 Taler mache ich das nicht. Da gehe ich mal lieber hier hin und ziele mal so ein wenig, ne? Den interessiert das auch überhaupt nicht, wenn ich hier voll auf seinen Kopf ziele. Da kann ich ihn davor ja auch befreien. Reißt ihm die Arme aus! So. Zack! So. Also gerade wollte er sich hinsetzen. Der Ärmste, das habe ich ihn von seinem abendlichen Bierchen abgehalten. So, du auch gleich. Du bist der Nächste. Ihr seid jetzt bekannt genug, das Ausdrucksmittel männlicher Bizeps zu benutzen. Oh, männlicher Bizeps. Ihr habt den Status wahrgenommen erreicht. Ach schön, wir werden auch mal wahrgenommen. Das ist ja schön. So, da sind auch noch welche. Das ist gut, nicht, dass ich was übersehe. Aber wir müssen eh in die Richtung. Dann okay, dann können wir gleich mal schauen. Dann gehe ich erstmal kurz hier hin. So, da ist der Boss, den müssen wir mal gleich zuerst hier. Ach, scheiße. Nein. Ich würde an eurer Stelle liegen bleiben. Das ist...
Wir haben eindeutig deinen schlechten Start. Wird's schon dunkel? Was ist das? Die ersten beim Kommen. Los, hauen die ab. Ey, die wollen abhauen. Was da los? Halt! Ich brauche die Erfahrung. Na, egal. Wir werden noch genügend Räuber treffen. So, was haben wir da? Irgendwas. Ich glaube, irgendein Kopf ist auch runtergefallen. Huch. Ich trete mal noch einen hinterher. Hier sieht man ihn nicht mehr. Ich trete mal einen hinterher, dann sieht man ihn nicht mehr. So, boom. Ach, oh, nicht reicht. Boom. Yeah. Eine Chester. Flankverstärkung. Fügt durch Feuer verwundbaren Wesen zusätzlichen Schaden zu. Über das Waffenmenü könnt ihr diese Verstärkung an eure Waffe anbringen. Nicht vergessen, der Effekt ist dauerhaft. Waffenverstärkung können an manche Waffen angebracht werden, um diesen speziellen spezielle Kräfte zu verleihen. Wählt dazu erst eine verstärkbare Waffe aus eurem Inventar und dann die Verstärkung aus. Oder eine Verstärkung erst einmal angebracht, kann sie nicht mehr entfernt werden. Jede Waffe hat eine begrenzte Anzahl von Plätzen für Verstärkung, also nutzt sie weise. Und bei den momentanen Waffen will ich da sicher nur gar nichts verstärken, weil wir das sind so die Einstiegssachen. Und da will ich nichts verstärken. 500 Gold! So, sind auch wieder Bummfässer? Ne, sieht nicht so aus. Alles normale Fässer und noch eine Truhe. Stahlspitzhammer. Trotz des besonderen Stahls und der kunstfertigen Goldarbeiten wurde diese edle Waffe ganz offensichtlich recht häufig benutzt. Die vielen Kratzer im Metall und das abgeschabte, salzverkrustete Leder am Schaft deuten darauf hin, dass die Waffe wahrscheinlich einst einem Kapitän zur See gehört hat. 30 Schaden, keine Verstärkung und 300 im Wert, Gewicht ist leicht. Sieht aber sehr cool aus. Wir schauen uns ihn gleich mal an. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Ich glaube, das war's. Hier können wir nichts machen. Dann schauen wir mal. Ausrüstung. Waffen. Wir haben momentan das Eisenlangschwert. Das macht 30 Schaden. Also genauso wie auch der Stahlspitzhammer. Nur der ist ein bisschen mehr wert. Also lasse ich den mal. Und wir verticken den dann mal. So, die anderen sind offensichtlich alle abgehauen. Niemand mehr. Würde man ja auf der Map sehen. So, wer bist du denn hier drüben? Ich sehe doch da was hier. Wir machen das so. Ihr tut vor mir etwas schrecklich Böses. Dann gehe ich auf. Ja, ich glaube, da könnte man Knusperhühnchen essen. Dann würde ich vielleicht aufgehen. Vielleicht holen wir uns dann nochmal Knusperhühnchen, auch wenn wir, wie gesagt, gut spielen. Aber mal kann man ja eine Aussage machen. Dann kann man auch bei Böse sein. Tut mir leid. So, ich würde sagen, für diese Folge machen wir erstmal ein Pünktchen, dann geht's hier weiter. Ich freue mich schon drauf. Wenn es euch gefallen hat, die Folge, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin verabschiede ich mich ganz recht herzlich und sag erstmal See ya!